Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist Angelus. Willkommen zurück zu L.A. Noir. Wir befinden uns immer noch in dieser Mordfall-Serie und haben immer noch nicht den wahren Killer gefunden. Jetzt geht es nochmal zum Obstladen, denn da soll jemand ein Auge auf die Antonia geworfen haben, der sie ständig irgendwie angebaggert hat. Schauen wir mal, was das für einer ist und ob der Obstladen jetzt auch geöffnet hat und nicht wie beim letzten Mal einfach geschlossen ist. Also. Another letter? I thought the letter was from a nut. These letters? Brown and Hanson believe they are genuine. From him. And now he sent another. You know, I really hate this fuck. This Black Dahlia guy. Have you seen the body? He fucking cased his nozzle way at your guts. Hollywood. Every prom queen from every fucking hick town in America turns up here. Where do they end up? Gutted on the fucking sidewalk. Ja, dafür sind wir Polizisten da, um dann die richtigen Leute auch zu fassen. Freut mich, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt hier bei L.A. Noir. Und wenn euch hier das Projekt weiterhin gefällt und auch heute die Episode gefallen sollte, dann lasst gerne einen Daumen nach oben dafür das Video für die Folge heute. Ich würde mich freuen. Jetzt geht's weiter. Just Picked Obstmarkt. 14 Uhr. Also Viertel nach zwei. So, der Laden hat geöffnet. Wir kommen jetzt zur richtigen Zeit. Da ist der Typ, den wir schon hinter der Bar gesehen haben. Der ist durch den Pfosten gelaufen. Der hatte da doch irgendwie Limetten oder irgendwas da zu dem zur Eldorado Bar auf der anderen Straßenseite geliefert. Ist das der Typ, der ein Auge geworfen hat auf die gute Antonia? Fragen wir ihn gleich mal. Es ist der Typ von Agents of S.H.I.E.L.D. Sir, Wait, you look familiar. Hey, from the bar, right? What brings you here? LAPD, Detective Phelps and Galloway. Clem Feeney, what can I do for you? Did you happen to see a young woman last night? 21 years old, Hispanic? Sure, she came by last night. Why do you ask? Sie waren letzte Nacht natürlich hier, weil sie ein Taxi wollte, um nach Hause zu kommen. 32, der gute Clem Feeney, Eigentümer des Obstmarktes Just Picked. Markante Halskette. She was wearing a necklace? I didn't notice. You weren't paying attention, Feeney? Hey, you're getting the wrong idea. Okay. Das ist eine wichtige Befragung hier. Exactly how much fruit do you sell here after midnight, Clem? Look, not much. I sell the odd bottle on the side to the after-hours crowd. Look, I don't want any trouble. I'm just trying to make a buck. Ja, nachts verkauft er also nicht nur Obst, sondern auch Alkohol. Haben wir ja die Kiste gefunden in Angels Zimmer mit dem Wein oder keine Ahnung, was es war. So, Kontakt mit dem Opfer. The young lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Used the phone for a cab and then left. Hat das Taxi gerufen und ist verschwunden? Na, ich glaube, da finden wir hier nichts mehr. Für diese Frage machen wir noch mal ein bisschen mehr Nachdruck. You already knew Mrs. Maldonado, didn't you, Clem? Sure, I met her before. She seemed like a nice lady. Her husband went apeshit one day when he caught me talking to her. She had me back until last night. Aha. Fragen wir doch mal, wie oft sie noch mal hier ist. Where did she go from here? She wanted a cab, but I couldn't get her one. I was about to offer the driver, but a car pulled up and she got into that. Du konntest kein Taxi rufen? Dann kam ein anderes Auto, wo sie eingestiegen ist? Da muss ich diesmal sogar nicht mehr Nachdruck machen. Denn da hat er jetzt mal gerade heraus das gesagt, was wirklich passiert ist. Can you describe the car? Brown Ford Coupe, I think. She seemed to know the guy. Sie schien den Fahrrad, okay. Why would you want to do that? Because we say so. I guess you can. Don't you have to get a court order or something? I have rights. Clem? Shh. Shh. Der hat da echt nach einem Durchsuchungsbefehl gefragt. Okay, wir sollen uns hier umsehen. Ein brauner Coupé hat sie abgeholt und es scheint so, als hätte sie den Fahrer gekannt. Interessant. Muss man die ja eintreten, ey?
So, sein großes Geschäft hier. No wonder he stays open late at night. People have to get their vitamins. Check through this stuff before we get back out there. Ganz schöner Alkoholhandel hier. Das läuft, glaube ich, viel besser finanziell als das Obst, würde ich sagen. So what are we hiding in here? This thing needs a combination. Aha, schau mal an. Da hat uns ja jemand die Kombination gegeben. Es ist 253. Aber wer hat uns hier das gesteckt, dass die Kombination so und so lautet? Will da jemand wieder diesen Obstverkäufer ans Messer liefern, der vielleicht gar nichts gemacht hat? Wo ist die 3? Da. Die Halskette. Die religiöse Halskette. Nee, das ist das Armband, oder? Die Weiber seien untertan, ihre Männer als... denn der Mann ist des Weibes Haupt, gleich wie auch Christus das Haupt ist der Gemeinde. Alter, dieser Text auf, ne? Von wegen Frauen müssen sich unterwerfen und der Mann ist der Chef. Boah, fürchterlich. Solche Einstellungen finde ich fürchterlich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt und in einer Beziehung müssen sich beide gegenseitig respektieren. Deswegen hat sie wahrscheinlich das Armband nie getragen, weil da ja auch schon der Text drauf ist. Das hat Angel seiner Frau geschenkt mit dem Text. Da kann ich die Frau aber verstehen, dass sie dieses Armband nicht tragen möchte mit so einem Macho-Gehabe hier drauf. Na, mehr kann ich nicht anschauen. Okay, wir haben hier mal wieder einen stumpfen metallischen Gegenstand. Und daneben ein blutiges Messer, was die Halswunde verursacht haben könnte. Das ist fast schon ein Skalpell. Es ist ein Skalpell. Warum sollte man jemanden schneiden? Okay, macht Geschichte. Damit wurde... This fruit skull punk gets about 10 seconds to explain before I pull his fucking arms off. Clem! Aber das ist auch wieder inszeniert. Ich meine, wir haben am Tatort die Kombination für die Schatulle bekommen. Wenn er das gewesen ist, warum sollte er denn... Warum sollte er denn selber diese Kombination am Tatort hinterlassen, wenn er die Frau getötet hat? Das macht doch alles keinen Sinn. Hit him, Cole. Spin him out. Vorsicht, Hügel. Don't go to sleep on me. Get me back in place. Ich hab die Schanze nicht richtig getroffen. The fruit guy's getting away, Phelps. Ah, was soll ich sagen? Should have grabbed him when we had the chance, Phelps. When we had the chance, we didn't know he was our guy. Genau, wir wussten nicht, dass er unser Kerl ist. Ich glaube immer noch nicht, dass er unser Kerl ist. Blood right back to his own market. Maybe he wanted to be caught. A lot of them do. Drifting Meister bin ich auch nicht. Mach mal die Nitro-Einspritzung an. There's no such thing as too perfect. Wir brauchen die Nitro-Einspritzung. Oder schieß nochmal. I'll try to shoot out his tire. Wish me luck. Oh, wir haben den Chinatown erreicht. Cool. Ah, das gibt einen Überschlag. Okay, der fährt nicht mehr. Ich weiß ja nicht. You're a sick man, Clem. You need help. Der macht doch nicht so eine Spur aus Hinweisen. Outstanding job on this case, gentlemen. The poor woman can now rest in peace. Mhm. I'll pay the fiend a personal visit myself and remind him that crime in this city does not go unpunished.
When they finish with him at the receiving hospital, we'll have him up before the grand jury. I have a meeting this afternoon with the mayor, lads. I'll be sure to mention your names. Now, on your way. Der hinterlässt nicht so viele Hinweise und gönn dir, Digga, gönn dir noch eine Kiste. Der Captain, ey. Er hinterlässt doch nicht die Kombination für die Schutz, für die Schatulle, die ihn auch noch überführen würde, einfach so am Tatort, um sich selbst dann ans Messer zu liefern. Und das ist doch totaler Schwachsinn. Denkt da keiner mal nach bei euch in der Polizeischule hier. Glanzleistung, ja. Ach so, weil ich hier ganz gut dabei bin, oder? Gefunden, das war aber gar nicht so schlecht, wirklich. Den Fall, da war ich echt gut dabei. Hinweise, 17 von 17 und Fragen richtig, 12 von 13. Ich habe nur eine einzige Frage versaut, nur eine. Okay, wegen der Leiche auf Clem Finis Türschwelle könnte der Bezirksstaatsanwalt mit dem Gedanken spielen, ihn in die Gaskammer zu schicken. Das ist unglaublich, oder? Das mit der Kombination, die wurde ja absichtlich am Tatort hinterlassen. Und ist der so. Der ist doch nicht so dämlich und macht das selbst, damit wir dann in seinem Büro da hinten die Schatulle öffnen können. Das ist so Schwachsinn. Mit der Schatzschatulle da. Nee. Also wirklich. Sarge, why are the guys giving it to the doggies? They're riding in trucks, numbskull, while you're marching. They look pretty badly beat up. Yeah, they do it then. Scuttlebutt says it's pretty hard going down south. Yeah, we'll find out soon enough. Recon always leads. How can we fail, Skip, with the shadow leading the show? Who the fuck is a shadow? Lieutenant Phelps, the shadow of death. What the fuck are you talking about? He's a quiet fucker, Sarge. You never hear the bastard coming. You're sitting there, field stripping a cigarette, and suddenly he's there looking down on you. Why do you think we keep saluting that Jap-loving son of a bitch? He's bad juju. That's enough out of you three! Bad juju? Where were you dragged up? A swamp? Okay, Phelps also nicht besonders beliebt gewesen bei seinen Leuten hier in der Army. Ein strenger Offizier, der seine Leute unter sich hart behandelt hat. So, weiße Schuhe und ein Mord. Wieder ein Mord mit weißen Schuhen. Okay. Eine betrunkene Dame. Mal wieder ein schlechtes Zeichen. Sie hat wieder viel Schmuck an sich, ist betrunken. Das passt doch schon wieder in die ganze Reihe mit rein. Good morning, gentlemen, and what a grand morning it is too. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, the fresh business. Galloway and Phelps, the task is at hand. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. Da muss er auch irgendwann mal, Skipper, is the new letter genuine? Ja. Now, boys, we all know how many imbeciles have confessed in the short case. Ray Pinker will let us know in good time. Noch mehr Briefe bekommen. Da muss doch irgendwann auch mal die... Fine morning indeed. We keep locking them up, but the bodies keep piling up. Yeah, California's love a fad, Phelps. As long as the bricks hold up at San Quentin, there'll always be killers in this town to send. Okay. So, was ich sagen wollte. Da muss doch auch irgendwann auch mal die Presse einschalten, dass die Presse mal sagt, ey, ein Mordfall nacheinander, ihr... Greetings from sunny California. When's it gonna stop? Es regnet. Also da muss die Presse doch auch mal sagen, ey, ihr verhaftet da einen nach dem anderen für irgendwelche Morde, aber die Morde hören nicht auf. Da muss doch die Presse mal sagen, ey, irgendwas stimmt da nicht. Auch mit den, dass die Leute da die Falschen gekriegt haben. Wenn die Morde nicht aufhören, die sich immer gleich nach dem gleichen Schema abwickeln. Aber selbst die Presse ist hier nicht normal in dem Spiel. So, fahren wir zum Tatort. Gib mal Gas, mein Freund. Ich fahre nicht, es regnet, das ist mir zu gefährlich. Regen in L.A.
You're behind the wheel. Soll es ja auch mal geben. First the letter, and now another body. Come on, you can't keep on telling me there's not a killer still out there. You know, Phelps, all these arrests on your record are giving you a reputation. You don't want them turning into unsolved. Getting a vicious killer off the streets is more important than my reputation. Really? And besides, landing a big fat marlin is more impressive than an ocean full of minnows. The minnows maketh the man, Phelps. You can't always hit home runs. Sometimes you just gotta make first base. Ja, das ist auch, ne, wie gesagt, für seinen Ruf. Dass er ist neu in der Mordabteilung, verhaftet hier einen nach dem anderen, aber die Morde hören nicht auf, es kommen wieder weitere Briefe. Das kann doch keiner mehr ernst nehmen, diese Fälle dann, dass er hier ein Polizist ist, der seiner Arbeit ordentlich nachgeht. Phelps and Galloway, homicide. Scene secure. The rest of the patrolmen are going door to door, canvassing for witnesses. Thanks. Keep me informed. Will do, detective. This looks awfully familiar. I think that's the impression the boys from the Examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night, and the rain washed most of it away. And the body? Shit. Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Time Jetzt. Of death. From her temperature, maybe 2 a.m., but it was cold last night. Usual head injuries. Blunt force trauma. Knock him over the head, then strangle and mutilate. No message with this one. At least she was left clothed. I doubt very much he was concerned with her dignity. The green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. Okay. Diesmal nicht nackt, keine Nachricht. Der Regen hat vieles weggespült, aber wieder mit einem dreifach geflochtenen Seil stranguliert. Sind es vielleicht zwei verschiedene Täter, die wir beide nicht kriegen? Bei den einen sind ja immer Nachrichten dabei. Not much help. Und keine Spur von einem Seil. Und bei den anderen zweien waren keine Nachrichten, aber Spuren von einem Seil. Es ist doch echt langsam zum Mäusemelken, was hier abläuft. Reifenspuren aus dem Auto geworfen, einfach so. Our driver and our killer are most likely one and the same. Das glaube ich auch. Okay. Ein paar Fußspuren sind noch da. No drag marks. Keine Schleifspuren. Killer was moving around, surveying the scene. Sehen wir nicht, welche Größe es diesmal hat? Nein, das ist nix. Is it just junk? Gehen wir weg da. So. Schauen wir uns die Dame nochmal an. Ja, die Male am Hals sind sehr eindeutig. There appears to be a dry cleaning label. Superior Laundry Services, F1363. Wäschereizettel, okay. Hat sie das neue Outfit vielleicht gerade abgeholt? Wie sehen die Hände aus? Was macht das Schmuck? Okay, keine Spur von einem Ring, nichts. Jedenfalls nicht auf der Seite. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Auch kein Schmuck. Was wir aber sehen, als wir die Sequenz gesehen haben, wo sie aus dem Bus ausgestiegen ist, hatte sie eine Perlenkette um. Jetzt hier an der Leiche keine Spur von der Perlenkette, aber das kann Phelps natürlich jetzt nicht wissen, weil er hat die Sequenz ja nicht gesehen. Das war's schon. So, ist der CSI-Typ noch da? Ja, da vorne noch. Anrufen muss ich ja auch gleich jemanden. Not now, Phelps. Nicht jetzt? Okay, dann halt nicht. Wo ist das Telefon? Da vorne. Wer kommt denn jetzt? Ist das der Captain? Nee. Ist das eine Frau? Eine Frau? Wer ist das? Und was wollen die hier? Mit dem Polizeiwagen. Kennt sie vielleicht das Opfer? Ich wollte gerade telefonieren. Nee. Detectives, I've been working the houses across the street and up the block. This lady thinks she has something for us. Detective Phelps, LAPD. I'm Mrs. Barton, Catherine Barton.
I live just across the way. Okay, sie lebt also einfach an der anderen Seite, eine Anwohnerin von Signal Hill, 55. Verdächtige Person. Did you see anyone around here last night? Not last night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. Ein grässlicher Penner. Sagt man das so? Erzähl mir mehr darüber. Do you have a description? Tall, gaunt, horribly disfigured. I think he may have had an accident in the war. He's a very scary, angry man. Any idea where we might find him? One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. Thank okay. you, ma'am. Danke schön. Been a big help. Of course. Anything I can do to help. I'd hate to think that something so ghastly could happen right here and nothing be done about it. Ein Obdachloser, sehr entstellt, wahrscheinlich vom Krieg. Ah, bedrohlicher Mann. Nicht, dass das wieder einer ist, der bei dem guten Dr. Fontaine in Behandlung steht, als Kriegsveteran und mit seinen Verletzungen nicht zurechtkommt. So, jetzt können wir telefonieren. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment. Superior Laundry Services, 1260 West 1st Street. Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? Just a moment, Detective. There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset. Thank you. Okay, zwei neue Ziele. Obdachlosenlager plus noch die Wäscherei. Schauen wir mal, wo wir zuerst hinfahren. Das Wetter ist mal wieder echt mies hier in L.A. Immer schön Sommer, aber trotzdem gibt es auch hier Regen. So, fahren wir zuerst zur Wäscherei. Oder das Obdachlosenlager soll ja hier gleich um die Ecke sein, würde ich mal sagen. Fahren wir zum Obdachlosenlager und schauen wir mal, ob wir da diese verdächtige Person finden können. Das mache ich aber in der nächsten Folge. Also, ich bedanke mich wie immer, dass ihr hier eingeschaltet habt bei L.A. Noire. Wenn euch die Folge gefallen haben sollte, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann, ja, seid gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Und um das zu wissen, würde ich mich freuen, wenn ihr auch einschalten könntet. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.